Herzlich willkommen zu DERCHO TV, die Woche am 2. August. Es ist ein neuer Monat angebrochen, die zweite Ausgabe am 2. August. Passt irgendwie, ist aber nicht täglich, sondern wöchentlich, nämlich dieser Sendung hier, DERCHO TV die Woche. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Ausgabe und selbstverständlich haben wir wieder für euch vieles vorbereitet. Die Themen der Woche selbstverständlich, wie immer im Überblick. Heute sind es vier Stück und ich sag mal so, diese vier Themen haben natürlich auch ganz viel diese Woche, kann man quasi sagen, bewirkt. Beginnen wollen wir natürlich mit dem Thema der Woche, eigentlich auch für die, die in Brandenburg leben. Und zwar nämlich, deren Ministerpräsident ist wegen gesundheitlicher Gründe zurückgetreten. Matthias Platzeck, eines der bekanntesten Gesichter der SPD in Brandenburg. Er war nämlich für Brandenburg immer wieder da. Er wurde auch immer öfters Deichgraf genannt bei den Hochwasserkatastrophen 1997, 2002 und selbstverständlich auch in diesem Jahr. Und ja, seine Gesundheit, sein Körper hat nicht mehr mitgespielt, so wie es anscheinend wie es anscheinend wohl aussieht. Er hat in einer Pressekonferenz Montagabend gesagt: Platzeck, 40 bis 50 Stunden kannst du gut und gerne arbeiten, aber 80 Stunden, vergiss es. So hat sein Arzt ihm das gesagt und nun hat er es auch anscheinend kapiert. Denn noch vor einem guten Monat vorher hat er nämlich einen kleinen Schlaganfall erlitten. Und dieser Schlaganfall hätte auch ein größerer Schlaganfall werden können. Nun wird stets fest, 28. August wird sein letzter Arbeitstag als Ministerpräsident von Brandenburg sein. Neben der Funktion als Ministerpräsident von Brandenburg ist er auch Landeschef der SPD in Brandenburg und natürlich auch noch Vorstandsvorsitzender des Flughafens Berlin-Brandenburg, der Pan-Hauptstadtflughafen, der weiß was ich wann öffnen soll. Und das werden wir natürlich selbst nicht wissen. Aber er hat's begriffen, kann man quasi so sagen, würde ein Laie sagen, endlich mal, wenn dein Körper sagt, ich kann nicht mehr, dann will ich nicht mehr. Und Matthias Platzeck kann wirklich gut sagen, er war über 2 Jahrzehnte in der Politik vertreten, anfangs bei den Grünen, dann ist er Mitte der 90er zur SPD übergetreten, war Umweltminister, dann auch mal Oberbürgermeister einer Stadt in Brandenburg, ich glaube sogar der Landeshauptstadt Potsdam und dann seit 2002 Nachfolger von Manfred Stolpe, nämlich Ministerpräsident von Brandenburg. Von Herbst 2005 bis zum Frühjahr 2006 war er auch als SPD-Vorsitzender der Bundes-SPD, sagen wir mal so, also Parteichef der Bundes-SPD und musste dann wegen eines Hörsturzes, da hat schon sein Körper damals gesagt, ich kann nicht mehr, ich gebe den Vorsitz ab. Hat auch gute Wahlen gemacht, erst eine große Koalition mit der CDU damals in Brandenburg und jetzt seit 3 Jahren schon, 4 Jahren schon fast. Nun eine Koalition mit der Linken, die erste rot-rote Koalition in Deutschland überhaupt auf Landesebene. Und nächstes Jahr stehen Wahlen an. Sein Nachfolger im Bereich des Ministerpräsidenten wird Dietmar Woidke, ein vertrauter Platzecks und derzeitiger Innenminister Brandenburgs. Er soll Nachfolger werden und Platzeck hat ihn auch somit selbst vorgeschlagen, so wie er es auch am Vormittag nochmal gesagt hat, zum Landesverband und der Fraktion im Landtag von der SPD. So hat er das gesagt. Wer Nachfolger im Landesverband wird, sprich Landesvorsitzender der SPD, ist noch unklar. So auch natürlich der Vorsitzende des Brandenburger Flughafens, Berlin-Brandenburg Flughafen, den neuen Hauptstadtflughafen Willy Brandt, so wie der Name heißen soll, steht auch noch nicht fest, aber wird wohl in den nächsten Wochen wohl entscheidend werden. Glücklich muss man eigentlich natürlich sein, dass es Matthias Platzeck nicht so erwischt hat, aber Konsequenzen muss es geben, wenn der Körper und wenn die Gesundheit sagt, ich kann nicht mehr, 80 Stunden sind nicht mehr, wenn schon nur noch 20 weniger, aber als Ministerpräsident muss man halt viel geben. Und Platzeck selbst hat natürlich dann auch gesagt, okay, naja, das ist schade. So sieht es natürlich aus. Abgeordneter im Landtag Baden-Württembergs, Brandenburgs bleibt er selbstverständlich, aber die ganzen Ämter, die er hat, alle politischen Ämter, die er im Moment führt, sagen wir mal an der Spitze, Landeschef der SPD, Ministerpräsident Brandenburgs und Vorsitzender des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg, wird er nun nicht mehr sein. Ein anderer Mann in der Politik muss leider oder wird gezwungenermaßen, wie er es gerne sagt, ja, muss ins Gefängnis, beziehungsweise hat eine Haftstrafe gekriegt. Und zwar nämlich rede ich von Silvio Berlusconi, der nette,
sagen wir mal, der ältere Herr aus Italien wurde wegen Steuerbetrugs zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt. Gestern wurde das bekannt gegeben. Das Urteil sollte eigentlich schon am Mittwoch bzw. am Dienstag schon vorliegen, wegen Verzögerungen dann erst gestern. Aber von diesen 4 Jahren wird Silvio Berlusconi natürlich nur eins absitzen, ob überhaupt im Gefängnis oder als Sozial- oder Sozialstunden oder sogar auch hausarrestmäßig. Das steht noch nicht fest. Zugleich soll er auch ein Ämterverbot kriegen, das aber erst 5 Jahre dauern sollte, aber nun neu verhandelt wird. Wie viel es sein werden, wohl wahrscheinlich, die Kritiker Berlusconis werden wohl wahrscheinlich sagen, gar nicht oder nur wenig. So ungefähr wird das natürlich sein. Grund für die Haftstrafe ist Steuerbetrug, unter anderem auch mit seinem Medienkonzern Mediaset, wo unter anderem auch viel Geld geflossen ist, wahrscheinlich wohl wegen Fernsehrechte etc. etc. Aber natürlich muss sich der ehemalige Ministerpräsident Italiens sich auch wegen anderen Vorwürfen reinsetzen. Erst in diesem Jahr hat er auch eine Strafe von 1 Jahr Knast gekriegt, die er eigentlich nicht mehr absitzen musste, denkt er. Wahrscheinlich wird es auch wahrscheinlich so sein. Ich kann es nicht genau beurteilen, aber das werden wir dementsprechend sehen. Und es liegt natürlich daran, dass er selbst als Ministerpräsident Italiens sich erstmal abgesichert hat und dementsprechende Gesetze reingebracht hat, zum Beispiel 2006 eins, wo er natürlich nicht in den Knast muss, nicht ins Gefängnis muss. Und werden wir dann dementsprechend sehen, wie das dann aussehen wird, wenn er, ja, in den Knast gehen muss oder nicht, oder zu Hause sitzen wird in seiner Villa und dann sagen wird, ich kann ja nichts mehr machen, nicht immer Bunga Bunga. Naja, wie auch immer, Berlusconi hat es sich verdient oder nicht, eure Meinung würde ich gerne wissen, in die Kommentare wäre das natürlich nett. Nun gibt es auch was Neues im Bereich Technik und Sport. Sonst gibt es ja den Bereich bei Dercho TV, der nennt sich Technik und Games. Aber diese App hat sich wirklich in sich. Sky hat es angekündigt, vor ein paar Monaten eine App rauszubringen von seinem eigenen Sportnachrichtenkanal Sky Sport News HD. Nun ist es rausgekommen. Gestern ist die App rausgekommen. Erstmals nur für Apple-Nutzer, sprich iPod Touch, Apple iPhone und Apple iPad. Und sie richtet sich vor allem an sportinteressierte Zuschauer, die kein Sky-Abo haben, sprich die Sky Sport News HD nicht sehen können. Sprich, man kann dort unter anderem, wenn man eine App, kann man, sagen wir mal so, zweideutig nutzen. Nicht dieses zweideutig, was viele denken, sondern einerseits kostenlos und einerseits kostenpflichtig. Die kostenlose Variante besteht aus News, aus Videos selbstverständlich, und die kostenpflichtige Variante, die dann 4,49 € im Monat kostet, beinhaltet eine Berichterstattung für die Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, das unmittelbar nach den Abpfiff, also sprich richtig schnell. Dazu natürlich auch ein Datencenter mit den sogenannten, also Datencenter zu den ganzen Ergebnissen, Highlight-Clips und auch ein Video- und Audio-Stream von Sky Sport News HD, sprich quasi Sky Sport News HD zum Mitnehmen. Das kann man ja auch mit der Sky Go App, aber für die, die, sagen wir mal, die Sky Go App zu luxuriös sind oder so, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das sagen soll, denen reicht wahrscheinlich die Sky Sport News HD App. Aber natürlich ist es auch für ein Upgrade möglich von 4,49 € pro Monat. Mehr Infos dazu dann natürlich dann, wenn es die Sky Sport News HD App auch für Android gibt, weil dann werde ich sie selbstverständlich bei dem neuen Format App der Woche präsentieren. Am Montag gibt es die erste Ausgabe, mehr dazu gleich. Und die netten Kollegen von dwdl.de haben auch in dem Artikel geschrieben, dass sie so ein bisschen sich auf das mit Bild vergleicht haben. Denn Bild darf ja auch die Bundesliga zeigen, beziehungsweise nach den Abpfiff, eine Stunde nach Abpfiff, selbstverständlich als Video in ihrem Bereich. Das startet am Montag. Dort kostet es aber mehr, und zwar nämlich 8 € pro Monat. Und wer es dann lieber wohl kostengünstiger haben will, der soll sich dann entweder die Sky Sport News HD App anschaffen oder einfach stumpf bis zur Sportschau oder bis zum aktuellen Sportstudio warten. So oder so kann man das machen. Die letzte Meldung für heute befasst sich auch mit Sport, aber mit einem Sportsender. Und zwar nämlich wurde Ende des Monats der Sender ESPN America eingestellt. Denn die Rechte für den amerikanischen Sport, unter anderem für die College Footballs der NCAA, des College Basketballs und der IndyCar Series, wurden neu vergeben bzw. in Großbritannien an jemand anderes vergeben. An BT Sports heißt der Sender, der jetzt in Großbritannien läuft. Und deswegen hat ESPN America am letzten Mittwoch, am 31. Juli, den Sendebetrieb eingestellt.
Nun hat man sich natürlich gefragt, wie es in Deutschland aussehen wird, denn ESPN America war dort auch bei Sky zu sehen, unter anderem auch. Und nun hat man natürlich die Rechte an Sport1 gegeben. Sport1, sage ich mal so, ist wohl auch deren Jahr nach der Gründung des Sportradiosenders Sport1 FM. Nun ein neuer Pay-TV-Sender, der zweite Pay-TV-Sender nach Sport1 Plus, nämlich Sport1 US. Selbstverständlich auch zu sehen in Standard- und in High-Definition-Qualität. Selbstverständlich. Und zu sehen seit gestern, seit dem 1. August, zu empfangen bei Sky, bei Kabel Deutschland und bei Unity Media, so auch natürlich dann auch bei Kabel BW. Gezeigt werden neben der NCAA College Football und College Basketball auch die IndyCar Series natürlich und auch nun die NFL und die NBA, die vorher beim Pay-TV-Schwestersender Sport1 Plus gelaufen sind. Die laufen nämlich jetzt dann bei Sport1 US. Und Sport1 Plus geht damit nicht leer aus. Die bekommen nämlich dann die italienische Serie A und die Ligue 1, die Ligue 1, sprich die beiden ersten Fußballligen von Italien und Frankreich selbstverständlich zu sehen. Das, sagen wir mal so, ein bisschen Entschädigung für die, die dann natürlich sagen müssen, ja, okay, ich habe sowieso Sky, ich kann Sport1 Plus gucken, dann nehme ich auch Sport1 US in HD oder in SD, wie auch immer. Mehr Infos zu dem Sender gibt es natürlich auf sport1.de und natürlich auch ja, im Internet irgendwo zu finden, selbstverständlich. Ja. Und dann noch eine kleine Meldung in eigener Sache. Wie ihr wisst, gab es in dieser Woche wieder Umstrukturierungen in Sachen Videos. Am letzten Montag lief die letzte Ausgabe der EchoTV. Grund ist einfach die große Planung, Themenplanung. Ich brauche 2 Tage, um Themen zu planen. Jetzt klingt das so so schwer. Oder auch viele würden sagen, ja, das klingt so einfach und so weiter. Naja, ich sag mal so, für eine Sendung, die eine Dreiviertelstunde laufen soll, und oder 60 Minuten jetzt, in dem letzten Fall fast eine Stunde, dauert das erstens unter anderem ein bisschen zu lange. Und ich denke mal so, dass ich das hier alles füllen will mit einer täglichen Berichterstattung, gehe ich dann lieber darauf ein, dass ich dann die Sendung gesplittet habe. Die erste Ausgabe der App der Woche, die wird es dann natürlich, die bei Decho TV lief, seht ihr natürlich weiterhin auch in dem Video. Und daher, dass ich ja auch Kinotipps gezeigt habe, jetzt die letzten 3 Ausgaben, habe ich dann immer das Problem, dass eventuellerweise mein Video gesperrt wird, weil ich die Videos zeige. Deswegen werden dann die Kinotipps in einer schriftlichen Form auf derchotv.wordpress.com. Natürlich dann immer jeden Donnerstag, selbstverständlich ist der Artikel dann vormittags online. Und die App der Woche kriegt somit dann natürlich eine eigene Sendung, ein eigenes Format. Montags dann immer die App der Woche. Somit konzentriere ich mich dann wieder mehr auf die Sendung Dercho TV Thema, die natürlich ein Thema beinhaltet. Sei es jetzt so in diesem Bereich, so jetzt mit dem Desk, mit dem Newsdesk, wie ich das jetzt immer alles nenne, und Dercho TV die Woche selbstverständlich, auch Dercho TV Extra, falls mal irgendwie ein Sonderthema ist, wie das am Montag, das Video mit dem Rücktritt von Matthias Platzeck und. So viel dann natürlich dazu. Geplant ist natürlich auch noch ein drittes Let's Play. Das habe ich mir auch noch überlegt. Ein drittes Let's Play sollte es noch geben. Und natürlich will ich auch noch mir überlegen, ob ich eventuellerweise auch vielleicht wieder live sende. Denn eigentlich wäre das ja alles der ganze Umbau nicht gewesen, wenn ich einen Stream gefunden hätte damals von einem halben Jahr, wo maximal nur 500 Zuschauer gucken. Jetzt habe ich einen gefunden. Es wird vorübergehend erstmal demnächst, sage ich schon mal, aber noch 2013 Live-Sendungen geben, aber vorerst dann nur 30 Minuten. Wenn es gut ankommt, dann werde ich das Ganze natürlich ausweiten mit mehr Sendungen live. Selbstverständlich werden dann wird der YouTube-Channel nicht vernachlässigt. Dort werden es natürlich weiterhin Let's Plays geben. Vielleicht auch Live-Let's Plays mal gucken. Und selbstverständlich auch App der Woche und alles Mögliche. Das wird dann auch zum Bestandteil dann für die, die das dann gerne sehen wollen, dann auch live geben, wie auch immer. Das steckt noch alles in den Vorbereitungen, beziehungsweise wenn es überhaupt dazu kommt, denn schließlich muss ich auch noch einiges anderes machen. Gehe ja noch nebenbei noch arbeiten und alles Mögliche, das ist ja aber auch, jetzt tut es nicht zur Sache. Aber wie schon gesagt, das Ganze braucht natürlich ein bisschen seine Zeit. Deswegen ist die Sendung jetzt abgesetzt und aufgesplittet, der Echo TV. Der Grund ganz einfach und auch mein Laptop, der arbeitet auch sowieso jetzt auch schon ein bisschen zu lange.
Warm ist er nicht, aber der Lüfter arbeitet wie verrückt. Deswegen würde ich auch natürlich sagen, trotzdem schaut weiterhin die Videos an, auch wenn so einiges euch nicht gefallen wird. Aber ein drittes Let's Play soll es auch noch geben. Flife kommt besser an als Minecraft, habe ich bemerkt. Minecraft macht jeder, aber was soll's. Naja, das war es auch jetzt von, ja, von dieser Ausgabe. Und ich wünsche euch trotzdem jetzt noch alles Gute und tschüss.